Bitte, heute sind wir in einem Labyrinth und hier ist eine Megaschlange, die kommt gleich aus dem Tunnel hier hinten. Braxy, komm schon, wir müssen losrennen. Ja, beeil dich. Na los, da los, da los. Okay, komm, lasst auf jeden Fall ein Like da und abonniert den Kanal und schaut das Video bis zum... Oh nein, wo ist sie denn? Hinter dir, dreh dich um. Oh nein, Braxy, sie kommt. Sie ist schon hinter uns. Mann. Ich glaube, ich wurde gegessen. Ich auch. Wie soll man das denn schaffen? Du musst halt schnell weglaufen, Odi. Beeil dich. Oh, die Schlange ist da. Und sie kommt. Oh Mann, ey. Wurdest du schon wieder gegessen? Natürlich nicht. Ich bin hinter dir, aber die Steuerung ist so komisch. Mann, wir müssen... Lauf, Odi, lauf! Ich lauf! Ich bin schon richtig weit, Braxy, aber sie ist genau hinter mir! Du schaffst das, Odi, ich glaube an... Mann, ey, sie hat mich gegessen! Oh nein, egal, Odi, wir müssen so weit wie möglich kommen, okay? Na gut, Braxy, aber wo sehe ich denn, wie weit ich komme? Na, wenn du weit bist, dann speichert das für dich. Na gut, Braxy, wenn du das sagst... Und zack. Oh, ich bin schon richtig weit, Odi. Ich bin schon richtig weit. Die Schlange ist direkt hinter mir. Oh, pass auf. Ich pass schon auf. Ich laufe so schnell ich kann. Oh, komm schon. Oh, die Schlange ist genau hinter mir, Braxy. Ich hab's geschafft. Ich bin beim ersten Checkpoint. Ich warte auf dich. Ich komm. Wo ist denn der? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn nicht mehr. Ich glaube, der läuft dir jetzt hinterher. Komm schnell. Oh, ich bin gleich da. Oh, lauf. Ich hab's. Das war echt knapp, Odi. Gut gemacht. Das war richtig knapp, aber jetzt müssen wir zu dem Tempel, Braxy. Na los! Müssen wir wirklich dahin? Ja, sonst kommt die Schlange. Die bricht sich da durch hinten. Oh nein. Ich glaube, gleich geht's los, Odi. Oder denkst du, die ist in dem Tempel jetzt, unterm Boden durch? Meinst du wirklich? Das könnte doch sein, oder? Du hast recht. Vielleicht ist dort eine andere Schlange, die auf uns wartet. Oh nein, Braxy, komm schon. Müssen wir hoch oder müssen wir von unten rein? Schau mal hier, glaube ich, rein, oder? Odi, schau mal. Oh, das sind Skelette. Braxy, ich habe Angst. Das sind Leute, die es nicht geschafft haben, Odi. Ach, guck mal, und da kurz davor, da ist sogar der Checkpoint. Die armen Menschen, ey. Die haben es einfach nicht geschafft. Aber okay, wir haben jetzt den zweiten Checkpoint. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Müssen wir da runter, Braxy? Oh, ich glaube, wir müssen auf den Knopf hier drücken, oder? Ich glaube auch. Und drück drauf. Warte. Odi? Braxy? Geht's dir gut? Ich bin hier unten. Hallo? Warte auf mich. Hier ist keine Schlange bisher. Komm schon, wir müssen hier raus. Bist du sicher, dass wir hier hoch sollen? Wir müssen, Braxy. Einen anderen Weg gibt's nicht. Oh. Ich komm da nicht rauf. Wieso nicht? Kannst du nicht klettern, du Doofkopf? Okay. Braxy, schau mal, da ist eine Kugel. Und Sprung. Okay. Warte, noch nicht. Oh. Du kannst hier rüber. Okay. Und los. Und. Oh, das ist. Falsch! Autsch! Falsch! Soll man das denn schaffen, ey? Man muss direkt springen und laufen, ne? So, und los. Ich bin schon wieder rausgefallen. Und dann hier rüber, Braxy, wenn die Kugel kommt. Okay, warte. Ich bin bei den Treppen wieder. Ich warte hier auf dich, komm schon. Ja, warte. Okay, jetzt muss ich... Wo muss ich hin? Und hier vor dir und jetzt nochmal warten. Und dann musst du auf den anderen Stein springen. Und los! Auf welchem Stein? Auf den hier. Ach so, okay. Genau, und jetzt wieder rüber, komm schon. Und zu mir. Okay, und zack. Los, Braxy, wir müssen uns beeilen. Kugel kommt. Und los. Und hier nochmal Pause einmal. Okay, du kannst das richtig gut. Und zack. Jetzt. Los. Rein. Oh, das war richtig gut von dir, Odi. Das war richtig Horror. Aber wir haben es geschafft. Guck mal, hier ist noch einer. Du hast recht, komm schon hoch, Braxy. Was ist das denn? Das ist ein Schacht, glaube ich. Oh, Schlange! Odi, lauf! Sie hat mich gefressen, Braxy. Oh nein. Hast du es? Ich glaube, die Schlange ist immer noch hinter mir. Die Schlange ist hinter mir, Odi, hilf mir. Renn! Ich renn doch schon wie ein Verrückter. Nein, Leute. Nein!
Vorm Ziel, Odi. Ehrlich, ich renne auch gerade. Sie ist gerade hinter mir, die blöde Schlange. Oh nein, wir müssen das mit dem Ball alles von vorne machen. Mit dem Ball? Nein, müssen wir nicht. Wir hatten einen Checkpoint. Doch. Nein, ich muss alles von vorne machen. Oh, du Doofkopf. Und hier hoch. Okay, Brixie, ich bin hier oben. Ich warte auf dich. Beeil dich. Oh, das kann jetzt aber ein bisschen dauern, Odi. Ich bin wirklich beim Ball gerade. Ja, dann setze ich mich hier hin, bis du da bist. Du sollst sie nicht hinsetzen. Geh einfach weiter. Nein, ich kann nicht ohne dich weitergehen. Nur bis zu dem Checkpoint hier, okay? Okay, mach das. So, und jetzt warte ich auf dich. Okay, ich... Da bist du ja endlich. Jetzt komm hier einfach hoch. Die Schlange kommt nicht mehr hier hoch. Die Blöde, die ist runtergegangen in die Erde wieder. Oh, du bist so schlecht, Brixy, wirklich. Ich bin nicht schlecht. Ich bin einfach nur gut. Nein, du bist einfach nur schlecht und schlecht. Doppelschlecht. So, und jetzt hier rüber. Und jetzt? Es ist richtig gefährlich. Siehst du hier überall die Stacheln? Oh nein, da müssen wir jetzt die ganze Zeit hin. Wir dürfen bloß nicht runterfallen, du Doofkopf, weil sonst werden wir aufgespießt. Oh, ich bin fast runtergefallen, Odi. Mann, Brixie, du bist echt ein Dulli. Hier rüber. Wir haben es gleich, Odi, wir sind die Besten. Wir sind die Schlange kann uns gar nichts. Wir sind richtige Abenteuer, Brixie. Stimmt. Und was sollen die Leute machen, wenn sie auch mal mit uns ein Abenteuer erleben wollen, Odi? Like it! Genau. Leute, lasst alle bei Odi und mir ein Like da, los. Genau. Okay, Brixie, hier dürfen wir nicht in die Lava fallen. Das ist noch einfach. Das ist einfach, na, Odi. Gut, wenn du... Oh, die Wände kommen, die Wände kommen! Die Wände kommen! Mann, sag das doch früher! Oh, das war Alter. Richtig knapp, Brixie. Schau mal, die gehen da gerade zusammen. Wir werden da richtig reingequetscht. Oh, zum Glück haben wir es geschafft, aber wir müssen jetzt weiter. Ich glaube, die Schlange kommt jetzt. Da ist wieder Checkpoint, Brixie. Jetzt geh diesmal richtig auf den Checkpoint drauf, so wie ich. Tack, bam. Ja, guck. Okay, jetzt kommt die Schlange, Odi. Du musst wirklich aufpassen. Ich will nicht mehr, dass sie kommt. Ich habe Angst vor Schlangen. Hier runterspringen? Ja, müssen wir. Ich glaube schon, aber was ist... Da ist der heilige Schatz! Schlange! Hier links, Odi. Ja, ich wurde gegessen, lauf! Du bist so ein... Du hast auch gegessen, du Blödi. Mann, du Blödmann, das ist nicht witzig. Komm, ich warte auf dich. Okay, pass auf, Brixie. Wir müssen die Trophäe nehmen und direkt ran! Okay, Trophäe nehmen und direkt rennen. Schnapp! Los, sie kommt! Und links. Wir müssen nach links. Und jetzt geht's nach rechts, Brixie. Vorsicht! Springen! Wir schaffen das. Oh, sie ist hinter uns! Okay, wir haben sie. Oh, wir sind langsam. Wir sind sie losgeworden. Was war das denn gerade? Das war ein Regenbogen. Oh Mann, roter Checkpoint, Brixie. Denkst du, wir haben's gleich? Ich glaube, wir haben's gleich geschafft. Ich hoff's, ich will nach Hause. Okay, Checkpoint, bist du drauf? Brixie, ich glaube, da ist wieder die Schlange. Komm schon! Los! Hä? Wasserfall? Warte mal, Brixie. Freiheit! Freiheit, aber die Schlange ist hinter dir. Oh nein, die ist hinter dir, du Blödmann. Lauf! Oh, ich laufe schon so schnell ich kann, Odi. Komm schon, wir müssen hier runter gleich springen, Brixie. Oh, unter den Wasserfall. Oh nein, ich habe aber Höhenangst. Ich auch. Und spring! Ja, das Brixie! Ja, endlich! Cool! Und wir haben eine mega coole Trophäe mitbekommen, Brixie! Das ist mega cool! Oh, Leute! Wir haben es geschafft! Endlich sind wir fertig! Oh Mann, Brixie, aber wir müssen jetzt schleunigst nach Hause, okay? Okay, komm. Komm schon, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Jetzt passiert noch was richtig Gruseliges. Wie cool, meine Kochsendung läuft. Aber irgendwie ist mir ein bisschen langweilig. Ich glaube, ich spiele ein bisschen am Handy. Und ich habe ein paar Snaps bekommen von Drake. Hi, der sieht voll cool aus. Von wem habe ich denn noch einen Snap bekommen? Von Love. Sie hat voll die schönen Blumen. Oh Mann, ey. Aber ich schreibe ja jetzt nicht. Dann habe ich noch von dem Fangirl. Oh, sie sieht so schön aus. Aber das darf ich Brixie nicht sagen. Sonst kriege ich Ärger mit ihm. Oder? Warte mal. Hier mache ich noch einen Snap zurück. Oh, das kann ich leider nicht mehr. Und Brixie hat mir auch gesnappt, Leute. Und ich sehe dich. Hä? Warte mal. Das ist doch von hier draußen. Da ist Brixie. Was macht der denn da? Oh nein. Die muss ich auf die Sprache stellen. Brixie! Odi, da bist du ja. Oh Gott, ich kann nicht mehr.
gib es sofort zurück. Was denn? Ich wollte gerade zu dir kommen und sagen, warum du mir einen Snap schickst, wie du mich beobachtest, aber nicht zu mir kommst. Oh, Odi, das ist nicht lustig. Gib mir mein Handy wieder. Ich habe mein Handy verloren. Warte mal, Brixi. Leute, habt ihr das gehört? Brixi hat sein Handy verloren und irgendjemand hat mir gesnappt. Brixi, ich hab das wirklich nicht. Ich hab gerade noch einen Snap von dir angeguckt. Ja, natürlich. Ruf mich mal an und guck, ob's klingelt. Na gut, warte. Brixi anrufen. Und klingelt was? Es klingelt, aber keiner geht ran. Oh Mann, ich hab mein Handy nicht, siehst du? Du hast recht, aber ich auch nicht, du Doofkopf! Ich geh mal nach Hause suchen, bis später. Warte, Brixia, soll ich dir nicht helfen oder so? Nein, alles gut, ich finde mein Handy schon. Na gut, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid, ich geh nachher einen Kaffee trinken oder so. Dann mach das. Tschüss, Odi. Komisch, Leute. Wo könnte denn Brixis Handy sein? Weil ihr habt doch den Snap auch gesehen, oder? Wenn ja, müsst ihr jetzt ein Like da lassen. Komm schon. Ach Mann, ey. Na gut, egal. Ich setze mich jetzt hier hin und guck weiter. Und warte mal. Wenn Brixi mir den Snap nicht geschickt hat, wer ist denn Harwin? Wieder ein Fangirl. Dann schicke ich jetzt mal Brixi einen Snap. Oder beziehungsweise der Person, die das Handy hat. Hallo? Brixi, lass uns treffen beim Spieli. Boah, Leute, ich kann ihm jetzt eine Sendung schicken und die Person, die Brixis Handy hat, kommt zum Spieli und gibt mir bestimmt das Handy wieder. Also hoffe ich mal. Da läuft irgendjemand rum. Naja, egal. Ansonsten... Oh Mann, der Schrank ist schon wieder offen. Ich habe einen Snap bekommen. Von Batschi. Wer ist Batschi? Der sieht lustig aus. Ich mache ihn einen Snap zurück. So, boom. Und Brixi? Hä? Warte mal. Da stand doch gerade jemand. Der hat Brixis Handy. Oh Mann, ey, den muss ich verfolgen. Oh, vielleicht kommt der aber zum Spieli. So wie abgemacht, Leute. Oh Mann, ey. Oh, die Tür kann jetzt offen bleiben. Da passiert eh nichts. Ich muss aber schnell Brixis Handy wiederbekommen. Dann wird mich Brixi bestimmt wieder lieben. Das wird so cool. Und los geht's. Hup, hup. Keiner kann mich aufhalten. Ich bin echt mal gespannt, wer das ist. Der hatte ganz schwarze Kleidung an. Wie so ein Verbrecher. Denkt ihr, wir haben einen Verbrecher in der Stadt? Oh, das wäre wirklich schlimm, ey. So, und einmal. Ich habe einen Snap von Brixi bekommen. Beziehungsweise von der Person. Der hat ein Bild von Nix. Bei irgendeiner Straße, Leute. Naja, egal. Ich gucke jetzt mal hier genau in der Stadt. Hallo, die Dame. Oh Mann, das ist ein Fangirl. Hallo? Hat jemand... Der sieht doch so aus. Gib mir das Handy von Brixi zurück. Was? Warte mal, das ist der doch gar nicht. Oh Mann, ey. Wir sind alle Fangirls. Warte mal. Ich muss mal eine Story machen. So, ich sehe dich. Brixi hat mir geschrieben. Wo bist du? Mann, ich brauche sein Handy. Ich sehe dich auf dem Spieli. Mein Spieli hat er falsch geschrieben. Komm her. Jetzt bist du weg von den Leuten. Sehr gut. Hä? Oh, Leute, irgendjemand verfolgt mich. Oh, ich brauche einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Oh, Mann, ey. Mein Auto. Oh, Mann, ich muss mir hier schnell einen Kaffee kaufen. Ja, habt ihr das gesehen? Ich versuche ihn mal anzurufen gleich beim Kaffee. Aber zuerst muss ich mir einen bestellen, wenn überhaupt da jemand... Ah, Kaffee bringt dir nichts. Ich finde dich immer. Leute, denkt ihr, was ich denke? Ist sein Handy besessen? Warte mal. Bist du ein Geist von Brixi? Fragezeichen. Bitte, ich bin echt mal gespannt. Ich habe einen Snap bekommen. Das war der. Warte, da muss ich jetzt sofort wieder hin. Wo ist er? Er hat einen Selfie gemacht, das habe ich genau ge... Da steht er. Ey, mit wem hat er da geredet gerade? Ey, hat er geschrieben. Warte, den snappe ich jetzt, den Blödmann. Wie heißt der? Egal, warte. Warte, gib mir Brixis Handy. So!
Du Blödmann, wo ist der? Wie heißt der? Mann, ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte. Ich schicke das einfach an alle. Dann weiß jeder Bescheid. So, ich kann das nur an 10 Leute verschicken, aber es reicht schon. Aber wartet mal. Braxy hat mir, glaube ich, was geschickt, oder? Mann, jetzt hat er mich mitgenommen. Aber Braxy hat mir gesnappt. Er hat mich aus dem Auto gesehen. Deswegen kann er das gar nicht sein, Leute. Ist er in meinem Auto? Oder beim Kaffee? Hallo? Komisch. Warte, ich muss einfach nach Hause, Leute. Jetzt habe ich so langsam auch Angst. Ich sperre mich einfach im Keller ein und dann hole ich meine Pistole, Leute. Ich habe doch meine Nerfgun im Keller. Und dann, wenn er kommt, bum, 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 ihr wisst schon. Und werde Braxys Handy wiederbekommen. Ich habe aber keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, ich verfolgt jemand, Leute. Warte mal, ich muss auch mal genau gucken, ob er mich genau verfolgt. Weil Braxy ist zu Hause. Braxy, sein Auto steht hier. Der verfolgt mich, glaube ich, echt. Okay, ich fahre jetzt einfach einmal im Kreis, Leute. So. Und nochmal. Der ist weitergefahren. Er ist zurückgekommen. Oh, nein, nein, nein. Ich glaube, jemand verfolgt mich, Leute. Ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Ich muss meine Pistole aus dem Schrank holen. Und dann verbarrikadiere ich mich im Keller. Und wenn er dann reinkommt, dann bum, bum, bum. Ihr wisst schon. So. Mein Auto einfach mal. So, wir müssen echt so fahren, wie als ob wir keinen Verdacht geschöpft haben. Und schau mal, wie verrückt der fährt. Der wollte jemanden überfahren. Der ist auch ganz schwarz eingekleidet. Und er wird immer langsamer. Oh, schnell, 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 schnell. Oh nein, meine Tür war offen. Meine Tür war die ganze Zeit offen. Oh, zumachen. So, oh, ab in den Keller, ab in den Keller, ab in den Keller, Leute. Oh, und hier in den ersten Raum. Oh, nein, nicht in mein Schlafzimmer. Da will ich nicht rein. Hier, daneben. Hier, genau hier. Und jetzt aus dem Schrank meine Pistole holen. So, hat jetzt keine Chance mehr, Leute. Und wenn er reinkommt, bang, bang, bang. Es hat geklingelt, Leute, es hat geklingelt. Er soll nur reinkommen. Ich habe die Tür aufgemacht. Mann, Odi, mach die Tür auf. Ist das Braxy? Wartet mal, ich muss kurz meine Pistole wegpacken. So, hallo Braxy. Ich wollte dir nur sagen, ich habe mein Handy leider immer noch nicht gefunden. Ich muss jetzt wieder gehen. Tschüss. Braxy, warte. Was denn? Jemand hat dein Handy und er snappt mir die ganze Zeit, dass er mich sieht. Ja, ja, Odi. Naja, ich muss jetzt wieder gehen. Ich habe was vergessen. Tschüss. Na gut. Tür zu. Mann, dann müssen wir wieder runter. Aber komisch, Leute. Irgendwie war Braxy gelassen. Weil wenn sein Handy fehlt, dreht er eigentlich durch. Das weiß ich. Na gut, es hat schon wieder geklingelt. Das ist bestimmt der blöde Braxy. Oh, Pistole weg und so. Hallo. Oh, Hände hoch. Ich hab das Handy von deinem Freund. Du hast das Handy von meinem Freund? Gib mir das sofort zurück, sonst schieße ich. Peng, peng, peng. Odi, ich werde reinkommen und dann werde ich dich essen. Nein, 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 nein. Oh, ich muss in mein Schlafzimmer. Ich hab ne Pistole. Komm doch runter, du Blödmann. Denkst du, das beeindruckt mich? Oh nein. Oh, oh. Hände hoch. Wer bist okay, du? Okay, okay, gib okay. Gib mir das Handy von Braxy zurück. Alter, beruhig dich mal. Mann, Odi. Braxy? Ich wollte dir nur einen Streich spielen, du Dussel. Sag mal, spinnst du eigentlich? Ich wusste nicht, dass du wirklich eine Pistole hast. Mann, du Blödmann, das kann gefährlich sein. Vor allem mit all den Fangirls hier. Oh Mann, ey, du hast mich fast abgeknallt. Mann, du Blödmann, so einen Streich spielt man doch nicht. Man kann jemanden nass machen oder man kann jemanden einen Gehfehler geben, aber nicht zu stark. Aber doch nicht jemanden verfolgen und so tun, wie als ob man einen umbringen will. Ich kann das nicht glauben, dass du mich erschießen wolltest. Nein, ich habe keine Pistole. Ich habe keine Pistole. Du spinnst. Braxy. Warum hast du das getan? War das einfach nur ein Prank, du Doofkopf? Also eigentlich wollte ich dich nur pranken und dann habe ich gesehen, dass das so gut funktioniert. Und als ich gesehen habe, dass du Angst hast... Ein Blödmann! Heißt das jetzt, du prankst mich zurück? Warte kurz, jemand ruft mich an. Hallo, ich bin nicht interessiert, du Blödmann. Tschüss. So.
Ich werde dich bestimmt noch zurückfranken. Leute, sollen wir das tun? Wenn ja, lasst ein Like da. Und wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr abonnieren. Und wartet dann auf die nächste Folge, da pranken wir Braxy. Also lasst euch Braxy aus. Und natürlich diese zwei Videos hier oben, die waren mega cool. Ich habe mir eine Pizza geklaut. Gib die Pizza wieder.